Hallo Mädels, ich habe mich heute entschlossen, endlich mein erstes Video zu drehen. Ich möchte euch einfach heute in dem Video ein bisschen was über Unique erzählen. Ich möchte euch zeigen, wie mein Starter-Kit ausgeschaut hat. Es gibt ja mittlerweile ein ganz neues. Und möchte euch einfach auch mal ganz kurz erzählen, wie ich zu Unique gekommen bin oder wie ich mich auch dazu entschlossen habe, das zu machen. Ich bin auf Unique gestoßen bei Facebook. Da habe ich öfters mal Videos gesehen von Mädels, die sich geschminkt haben. Und ich dachte mir, was ist das? Was Neues? Unique kenne ich nicht. Und habe dann des Öfteren Videos von Mädels angeguckt. Ich muss sagen, mega klasse, wie die sich da geschminkt haben, die Produkte gezeigt haben und erklärt haben. Ich fand die Produkte so toll. Ich wollte unbedingt auch die Produkte haben und wollte auch mich davon überzeugen, ob sie wirklich so toll sind, wie das in den Videos dann immer dargestellt wird. Und ich muss sagen, ich habe die Produkte ausprobiert. Natürlich noch nicht alle, wir haben so viele Produkte. Aber ich muss sagen, die ich ausprobiert habe, sind wirklich klasse. Und ich zeige euch auch mal heute die Produkte, die ich schon habe. Und zeige euch auch schon meine Lieblingsprodukte, also Produkte, die schon zu meinen Lieblingen geworden sind. Ich habe mich im November dann entschlossen, bei Unique mitzumachen, das mal auszuprobieren. Ich wusste, dass ich da kein Risiko habe. Ich habe mich dazu entschieden, das Set, das Starter Kit zu bestellen. Und ich habe es einfach bestellt. Ich habe mich registriert. Ich habe das Starter Kit auch wenige Tage später erhalten. Und ich war mega aufgeregt, dass das Paket kam. Ich zeige es euch mal. So sah das Paket aus. Richtig schöne Verpackung. So sah es dann innen drin aus. Ich zeige euch das jetzt mal. Einmal so. Ein ganz toller Spruch hier oben. Da steht, hallo liebe Repräsentantin, willkommen in der Unique-Familie. Fand ich richtig toll. Alleine so ein toller Willkommensspruch schon. Gibt es auch nicht überall, also das gibt es nur bei Unique. Dann gab es dann so einen Umschlag, da sind so ein paar Produkte drin und dann das Allerschönste in dem Paket war das Unique Kit. Hier oben, ich weiß nicht, ob man das gut sehen kann, ich habe so ein bisschen ein Problem, hier steht Unique drauf. Und wenn man das aufmacht, ist es vollgepackt mit ganz tollen, vielen Produkten. Ja, und als ich es dann ausgepackt habe und die Produkte gesehen habe, habe ich einfach nur gedacht, oh, toll, ich probiere jetzt einfach mal alles aus, ob das auch wirklich so toll ist. Und ich muss wirklich sagen, ich habe die Produkte getestet und die sind wirklich klasse, also richtig klasse. So, ich zeige euch mal, was so in dem Starter Kit bei mir drin war. Also einmal haben wir die pflegenden Scheintücher, entfernen das Make-up und pflegen gleichzeitig die Haut. Richtig tolles Produkt, klasse Tücher. Ich liebe sie. So, dann haben wir drin die 3D Fiber Lashes. Ich packe es mal kurz auf. Ich habe schon so viele Videos gesehen bei Mädels, die die auftragen. Mittlerweile gibt es ja die schon mit der neuen Formel. Noch besser verbesserten Formel. Das ist einmal dieses Transplantationsgel, das trägt man auf die Wimpern auf. Und dann macht man im Step 2, tut man die 3D-Fasern auftragen. Und wenn man die aufgetragen hat, geht man nochmal mit dem Transplantationsgel einfach drüber. Und diesen Step kann man auch nochmal wiederholen, bis man die gewünschte Fülle erreicht hat. Ja, ich habe schon viele Mädels gesehen, die das auftragen. Bei denen sieht es richtig klasse aus. Ich würde das auch so gerne machen, aber ich habe mega kurze Wimpern, schon seit ich denken kann. Ja, ich, keine Ahnung, so Augenbrauen und Wimpern, da bin ich nicht so gesegnet worden damit, muss ich sagen. Also ich habe mega kurze Wimpern. Ich bin jetzt auch mittlerweile dabei, wieder mit einem speziellen Gel, die wieder lang wachsen zu lassen, und dann, sobald die lang sind, kann ich das auch mal ausprobieren. Ich habe jetzt bei den Mädels gesehen, dass das wirklich
ich habe jetzt, die haben, machen das auf einem Auge, machen sie das gar nicht drauf, im anderen drauf, man sieht wirklich den Unterschied. Also es ist wirklich ein ganz tolles Produkt. Ja, ich werde mir, damit ich das auch ausprobieren kann, bei mir selber wird es nicht so gut funktionieren, aber ich werde mir ein Opfer suchen und das dann auch mal in einem Video dann euch zu zeigen. Ganz tolles Produkt. So, dann kommt eins meiner Lieblinge, der Splash. Splash? Ich liebe Splash. Ich mag den Namen, so, die ist so schön. So, in der Farbe Sentimental. Ich habe ihn übrigens heute drauf. Richtig toll, tolle Farbe. Ich muss sagen, früher habe ich mich gar nicht so getraut, Farbe zu zeigen. Ich war immer der Typ, der gerne dezente, ja, so Rosé, leicht Rosé Nude-Töne getragen hat. Also so ein richtig knalliges Rot oder auch mal jetzt so einen schönen lila Bärenton. Ich habe mich gar nicht getraut. Aber ja, seitdem ich den Splash hier habe, meine Lieblingsfarbe. Jetzt muss ich auch mal wieder einen neuen bestellen. So, ich trage mal kurz auf und dann zeige ich euch. Richtig schöne Farbe. Kommt auf den Lippen richtig toll. Das ist ein, der Splash ist eine Lippenfarbe, eine matte Lippenfarbe. Ja, eine matte Lippenfarbe. So, jetzt nehme ich mal eins unserer Scheintücher. Mach die mal kurz weg. So. Ja, der Splash. Also wie gesagt, der Splash ist ein richtig tolles Produkt. Liebe ihn. So, jetzt gucken wir mal, was noch drin ist. Dann ist drin ein Lip Bonbon. So sieht es aus. So ist die Verpackung. Das ist ein getönter Lippenbalm. Enthalten sind 5 Öle. Und er macht nicht nur eine schöne Farbe auf die Lippen, sondern pflegt gleichzeitig auch die Lippen. Ich trage es mal hier auf, damit ihr mal sehen könnt, die Farbe. Also auch wirklich sehr dezent. So schöne Verpackung. Man dreht mal kurz zu. Richtig, sieht richtig schön aus. Ja. So. Dann ist noch drin ein Splurge. In der Farbe Extravagant. Ein cremiger Lidschatten. Aus. Richtig tolle Farbe. Und dann haben wir noch einen Splurge Pinsel. Richtig schöner Pinsel, um den Splurge schön aufzutragen. So. Dann haben wir noch einen Doppelpinsel. Hoppla, so rum. Einmal ja, Lidschatten aufzutragen. Richtig schön. Dann ist drin die Lidschattenpalette Nummer 4. Ich zeige es euch mal. So, ganz tolle Farben. Ich liebe ja so Blau-Brauntöne. Insgesamt haben wir bei Unique 5 Lidschattenpaletten. Die ist im Starter-Kit enthalten. Auch im neuen ist die Lidschattenpalette Nummer 4 drin. So. Ich schminke mich jeden Tag mit dieser Palette. Richtig toll. Dann haben wir kleine Probefläschchen von dem Lipgloss. Richtig tolle Farben. Ich weiß nicht, ob ihr es richtig gut erkennen könnt. So, früher habe ich eher so diese Farben hier getragen, dieses Rosé, dieses ganz zarte Babyrosa, so ein bisschen Nude-Töne. Mittlerweile muss ich sagen, traue ich mich mehr. Also mittlerweile trage ich sehr gerne Farbe auf den Lippen, weil ich finde, sieht toll aus.
Und dann haben wir eins meiner absoluten Lieblingsprodukte, die habe ich auch schon ausprobiert. Das ist der Lip Stain. Der Lip Stain ist so eine leuchtende Lippenfarbe, die sehr lang anhaltend ist. Also die trägt man auf, die lässt man kurz trocknen und dann hebt die fast den ganzen Tag. Also ich hatte jetzt letztens, habe ich ausprobiert. Ich glaube, das war der hier, der rote Ton. Und ich habe den morgens aufgetragen und ich habe den ganzen Tag, ich habe gegessen, Kaffee getrunken. Ich hatte keine Spuren auf dem Kaffeebecher, nicht auf meinem Wasserglas. Ich habe ja sogar meinen kleinen Tommy, meinen Hund, der ist ganz weiß, den habe ich mal so einen richtig dicken Knutscher verpasst. Und man hat an dem Hund gar nichts gesehen. Also wirklich super lang anhaltend und kussecht. So, dann kommt noch unsere Pflegelinie. Da sind ganz viele tolle Sachen drin. Da ist auch die Nachtcreme drin, die Detoxmaske. Also ganz viele Sachen. Einfach mal ausprobieren, testen. Eure Haut wird es euch danken. So kleine Testerfläschchen. Dann haben wir drin den Katalog. Unique Katalog. Dann haben wir noch verschiedene Proben. Jetzt haben wir hier zum Beispiel das Pigmentpulver. Hier können wir mal also probieren, so Testerchen. Sieht auch richtig toll aus. Habe ich noch gar nicht ausprobiert, muss ich jetzt mal testen. Dann haben wir das Bronzepuder. Haben wir auch so einen Tester da? Das ist drin. Dann haben wir das Rouge. Kann man auch mal testen, welche Farbe für wen in Frage kommt. Dann haben wir die Mineral Touch Foundation. So kleine Pröbchen, um rauszufinden, welcher Ton für einen passt. Und dann auch noch so ein Leitfaden. Ganz wichtig, ganz tolles Information drin. Einfach mal so als kleine Bettlektüre abends durchlesen. Wirklich interessant. So, und das alles kommt... Achso, ich habe noch was vergessen. Der weiße Char-Anhänger. So sieht er aus. Der kommt in so einem schönen lilanen Säckchen. Und das war alles jetzt hier drin gefüllt in dem ganz tollen Kit. Ein richtig schönes Kit. Eine richtig schöne Box. Sehr dekorativ. So, ja. Und in dem neuen Starter-Kit, das wollte ich euch jetzt mal kurz weg. Mein Handy wollte nicht mehr. In dem neuen Starter-Kit, da ist noch, da sind noch ein paar Sachen mehr drin. Ne? Vielleicht zeige ich das mal ganz kurz noch in dem Katalog, welche Sachen da noch drin sind. Moment. So. In dem neuen Starter-Kit, das kommt in einer großen, schönen, lilanen Tasche, richtig toll verpackt. Und da ist noch ein Lippenpeeling drin, eine große Tube von der Nachtcreme. Ich zeige es mal ganz kurz. Wo ist die Nachtcreme? Diese Tube Nachtcreme ist drin, also nicht mehr wie in dem alten Starter-Kit so ein kleines Tübchen, sondern wirklich eine große Tube. Und alleine diese Tube Nachtcreme kostet schon 53 Euro. Und die Lidschattenpalette Nummer 4, die liegt bei, ich muss mal ganz kurz gucken, die liegt bei 53 Euro. Und da habt ihr ja schon alleine zwei Produkte. Für fast über 100 Euro
ihr habt dann schon zwei Produkte für 106 Euro und dann überlegt mal, das Kit kostet 107 Euro. Und ihr habt noch so viele tolle Sachen drin, ne? Und alleine zwei Produkte kosten schon 106 Euro und ihr habt für 107 Euro mega viele Sachen drin. Ihr habt noch das Lippenpeeling drin. Zusätzlich zu den Sachen, die ich schon gezeigt habe, ist noch ein Lippenpeeling drin. Die Nachtcreme in großen Tube. Dann habt ihr zwei Tuben mit 3 ml gefüllt Lifting Serum. Ihr habt einen Lip Liner in der Farbe Peachy. Ihr habt einen Kajalstift in der Farbe Proper, das ist so ein Braunton. Ihr habt so ein Unique Tablet. Das ist jetzt kein Tablet für ins Internet gehen oder so, aber das Tablet ist so toll. Und da drin ist die ganze Anleitung und Präsentation von Unique drauf als Video. Und die lila Tasche. Und das Ganze kriegt dafür 107 Euro und der Warenwert ist 303 Euro. Also wirklich, ihr habt so viele tolle Sachen. Und wenn ihr sagt, ich will nur Kidnapper sein, ich will mit Make-up ein bisschen rumexperimentieren und spielen, registriert euch, holt euch noch das Set. Es ist wirklich sehr limitiert mit dem Tablet. Also ich habe auch jetzt gesehen, dass es wahrscheinlich die Woche schon weg sein wird. Also einfach ganz schnell zugreifen, wer jetzt sagt, ja, ich habe da voll Lust drauf, ich will das ausprobieren, ich will es mal holen und einfach testen. Ja, wer sagt, hey, ich möchte auch eine Repräsentantin werden, wie läuft das Ganze ab? Dann könnt ihr mich gerne anschreiben, ich gebe euch die ganzen Informationen, ich berate euch, ich erkläre euch Sachen, wenn ihr Fragen habt, einfach fragen, anrufen, schreiben, wie auch immer. So, und ja, das war mein erstes Video. Ich habe mich getraut. Und ja, ich möchte auch jetzt demnächst live gehen, euch mal live ein paar Produkte zeigen, mal auftragen. Ich möchte euch demnächst dann auch die Foundation mal zeigen, wie deckend sie ist. Oder wie wir einfach mal ein bisschen mit der Lidschattenpalette spielen, mit den Farben rumexperimentieren. Ich möchte euch auch demnächst ein Video machen mit meiner ganz tollen Detox-Maske, die ich absolut liebe. Ich hatte die letztens auf der gereinigten Haut drauf und sobald sie mit Sauerstoff in Berührung kommt, das spitzelt, das prickelt so auf der Haut. Die hat man dann 5 Minuten drauf, die zieht alle Giftstoffe raus. Danach hat man so eine tolle Haut. Und dann das am besten vorm Schlafen gehen, reinigen, Detox-Maske auftragen und dann nach dem Abwaschen der Maske eine schöne Nachtpflege drauf. Am besten die Unique Nachtcreme. Und ich sag euch, eure Haut, die wird so toll sein, so weich. Ich habe das ausprobiert, ich war wirklich begeistert. Und ja, da will ich jetzt auch demnächst mal öfters euch Videos zeigen. Und freue mich drauf. Und ich hoffe, es hat euch gefallen, mein allererstes Video. Und ich würde sagen, ja, wenn ihr Fragen habt, schreibt mir einfach oder ruft mich an, wie auch immer. Und ich würde mich dann jetzt von euch verabschieden und euch noch einen tollen Tag wünschen. Und bis zum nächsten Mal. Das war jetzt so viel und, gell? Okay, bis dann. Ciao, ciao.